einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 Maya. Erzähle uns von Was ist da los? Weiter, weiter, sucht, sucht. Steht hier nicht so. Ja. Was haben Sie denn, Herr Obers? Naja, wir haben in letzter Zeit oft Schwierigkeiten mit unseren jungen Leuten. Sie laufen einfach davon und wir müssen dann die Flüchtlinge suchen gehen. Maya, falls dir die Ameise Anton über den Weg läuft, sie soll sofort zurück in den Bau kommen. Ich sag's ihr. Also dann, vorwärts, marsch. Links, zwei, drei, vier, links. Hilfe! Hilfe! Mir dreht sich alles! Oh, Hilfe! Oh, oh. Au! Oder armer Kerl! Hilfe! Oh. Zack! Hört auf! Oh. Hört doch, wie sie um Hilfe schreit! Nein, wie schrecklich! Nur weg, ihr Welt! Das war gut, dass ich von zu Hause weggelaufen bin. So viel Spaß hätte ich da nie gehabt. Ob er? Na klar, das muss er gewesen sein. Das war der Anton, den der Oberst vorhin gesucht hat. Hallo, du da. Heißt du zufällig Anton? Ja, so heiß ich. Weißt du, dass schon alle nach dir suchen im ganzen Wald? Was? Sag mal, liebes Bienchen, wo sind denn die Leute, die nach mir gefragt haben? Da drüben, gar nicht weit weg von hier. Das ist aber brenzlig. Anton, warte! Wo willst du denn hin? Du kannst doch nicht einfach davonlaufen. Wenn ich bloß dran denke, dass sie kommen und mich erwischen und ich muss wieder zurück in den Bau, da wird mir schon ganz schlecht. Aber deine Leute machen sich doch Sorgen um dich. Komm, ich bring dich wieder zurück zu ihnen. Möchte mal wissen, was dich das überhaupt angeht. Misch dich da nicht ein. Mach gefälligst, dass du wegkommst. Ha, ein Sackträger. Wunderbar, der kommt mir gerade recht. Wir haben was gefunden, wir haben was gefunden. Hört auf! Hört auf! So was! Aufhören! Ihr dürft euch da nicht dranhängen! Das ist mir zu schwer! Sollt ihr wohl aufhören? Ihr könnt hier den armen Sackträger so quälen! Hört auf! So eine kleine Ameise und so ein Grobian! Hast du mir geholfen, mein Kind? Mhm. Oh, nein, nein, ich glaub dir nicht. Du gehörst sicher zu dieser schrecklichen Bande, die hier Unfug macht. Nur weg, weg hier. Ich glaube, Gabi bildet sich ein. Ich stecke mit Anton unter einer Decke. Hilfe, Hilfe, helft mir bitte.
bitte! Wer ruft da um Hilfe? Wo kommt die Stimme her? Maya, Maya, bitte hilf mir! Wer bist du? So ein Insekt habe ich ja noch nie gesehen. Komm, knote meine Beine auseinander. Ist es so recht? Ja, vielen Dank, Maya. Du bist es, der Weberknecht. Ja, als ich mein Mittagsschläfchen gemacht habe, hat mir jemand die Beine zusammengeknotet. Glück, dass nicht die freche Ameise war. Ja, es ist eine Schande. Wieder. Hey, hört mal, unter dem Unsinn, den ihr anstellt, haben aber eine Menge Leute zu leiden. Macht endlich, dass ihr nach Hause kommt. Oh! Ah, das sind wir Schwarzameisen. Bist du nicht auch so eine von denen? Ja, aber in den Bau gehöre ich nicht. So? Soviel ich weiß, bekämpfen sich doch Ameisen, die nicht in denselben Bau gehören. Lass dich bloß nicht von denen erwischen. Verschwinde lieber schnell von hier. Meinst du, ich hab Angst? Anton, was hast du jetzt schon wieder vor? Gar nichts. Ich gehe nur ein bisschen in dem fremden Bau spionieren. Aber mach doch nicht so einen Unsinn. Wenn nun am Eingang zwei Wächter stehen und dich erwischen. Ach was, lass mich nur machen. Das muss ich sehen, das muss ich sehen. Na, wie haben wir das gemacht? Gratuliere, gratuliere. Fabelhaft. Vorsicht. Hau, ruck. Hau, ruck. Was ist denn das da? Ui, Donnerwetter. Sieh dir das an. Wir sind zufällig in die Speisekammer geraten. Gut. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich schon nicht mehr so was Gutes gegessen. Ah, wie das schmeckt. Links, zwei, drei, vier. Wo mag der Anton stecken? Oh, ja. Die Speisekammer ist eingebrochen worden. Ja, wahrscheinlich hat sich ein Fremdling in unserem Bau versteckt. Keine Sorge, den finden wir schon. Hey, ihr beiden, das suchen euch schon. Ihr müsst hier raus, schnell. Ja. Das ist das Brautkleid von der Königin. Ganz der letzte Schrei. Lass den Quatsch, flieh, solange ihr noch könnt. Schneller. Geh doch schneller. Ja, wenn es nur nicht so eng wäre und ich hüpfen könnte, aua. Halt, das ist die Rettung. Da drüben ist ein Fluchtweg, da bin ich reingekommen. Tatsächlich. Na los, kriech doch schon rein. Geht doch nicht. Schneller. Ich muss hier auch noch rein. Das war aber lustig, was? Links 2, 3, suchen, rechts 2, 3, suchen. Mag denn bloß der Bengel stecken? Oh wei, jetzt haben sie mich aber am Kragen. Wir haben euch da aus der Erde kommen sehen. Seid ihr etwa in einem fremden Bau gewesen? Jawohl, und die haben die Speisekammer bis unter das Dach voll. Stellen Sie sich das vor. Ist es nicht wahr, Maya? Du bist doch wirklich der letzte Trottel. Ja, wieso? Weißt du denn nicht, was du angestellt hast? Oh nein, ist das ein Unglück. Dass sie auch immer so übertreiben müssen. Schweig, du hast gar keine Ahnung. Weißt du denn nicht, was es bedeutet, wenn sich jemand in einen fremden Bau einschleicht? Es bedeutet Krieg, mein Junge. Jawohl, Krieg. Krieg? Du liebe Zeit. Ist das hier ernst? Nun war gerade mal zwei Wochen Ruhe, wo geht es schon Krieg, wieder? Hat er gesagt, dann aber nichts weg. Und du lachst dich noch kaputt darüber, ist doch nicht zu fassen. Das ist ja ganz schrecklich. Sagen Sie, ich will mich ja nicht einmischen, aber kann man den Krieg nicht durch irgendetwas verhindern? Doch, es gibt eine Möglichkeit, aber wenn wir die nicht ergreifen, ist der Krieg unvermeidlich. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, dann werden Sie dieses Mittel eben benutzen. Und was für ein Mittel ist das, mit dem man den Krieg verhindern kann, Herr Oberst?
Anton muss in den feindlichen Bau gehen, sich sehr entschuldigen und für sein Verbrechen büßen. Was, ich? Nein, ich werde Sie nie um Entschuldigung bitten. Tja, dann sind wir erledigt. Dann können wir nur noch auf Krieg warten. Ich werde ihn suchen und ihn dann überreden, Herr Oberst. Danke, Maja. Versuche dein Glück! Nein, was bin ich für ein Muskelpatz? Du verstärkst den Walde weit und breit. Habe ich das wieder gemacht? Hilfe! Hilfe, das Wasser! Wenn du ganz lieb um Verzeihung bittest, wird das schon nicht so schlimm sein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Hast du es nicht kapiert? Wenn du es nicht tust, gibt es Krieg, Anton. Hörst du das auch, Maja? Hört sich an wie Wasser, nicht? Ja, wie Wasser, das schnell fließt. Es kommt aus der Richtung da. Gehen wir mal nachsehen. Halt euch, das Wasser kommt! Wir müssen den Bau verschließen! Lauf, Leute, lauf um euer Leben! Was passiert hier? Wenn nicht gleich was passiert, läuft das Wasser in den Bau rein! Maja, ich weiß was viel Besseres, als um Entschuldigung zu bitten. Was? Ich helfe Ihnen, damit Ihr Bau nicht überschwemmt wird. Links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, Noch ein Stein. Hurra, hurra, Sie haben es geschafft und Anton hat Ihnen dabei geholfen. Familie grüßt euch. Ja, guten Tag, meine lieben Nachbarn. Nachbarn? Ja, doch, ihr kriegt sofort was. Wartet, wartet. Schön kauen, Kinder, schön kauen. Na, da sieht man mal wieder, was sich die Leute so unter Kindererziehung vorstellen. Sagten Sie eben was, Frau Marienkäfer, oder habe ich mir das nur eingebildet? Ach, du Schreck. Sie sind ja sicher fremd in der Gegend, nicht wahr? Sie ziehen auch sicher hier nur durch.
Wir haben früher da am Wiesenrand gewohnt, aber verschiedene Gründe haben dazu geführt, dass wir uns dazu entschlossen haben, umzuziehen. Aber doch nicht hierher. Wissen Sie, die Damen in der Nachbarschaft und ich, wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Kindererziehung. Ja, ja, ich gebe zu, unsere Kinder sind ein bisschen lebhaft. So, man hat sie also weggejagt, weil ihre Kinder allen auf die Nerven gegangen sind, wie? Aber nein, wir sind gegangen, weil es uns nicht mehr gepasst hat. Ich will noch was zu essen. Ich will noch was zu essen. Nein, das machen wir bis zum Mittagessen, so eine böse Mami. Na, so redet man nicht mit seiner Mutter. Verstanden. Meine Lieben, der Himmel bewahre uns davor, dass die hier Quartier nehmen. Die haben doch wohl nicht die Absicht, sich hier häuslich niederzulassen, hm? Das wissen wir noch nicht. Das kommt ganz darauf an, ob es uns hier gefällt, meine Dame. Hopp, hoppala! Ihr wohnt sich's gar nicht so angenehm, wie Sie vielleicht glauben. Ich an Ihrer Stelle würde weiterziehen. Sie sagt es, es ist hier ziemlich feucht und die Sonne haben wir nur am Morgen ein paar Stunden. Warum wohnt Sie denn dann hier, wenn es hier so scheußlich ist? Ich will nicht mal weiter, ich bin müde. Da sehen Sie, Sie verhusten von der feuchten Luft. Wir wollen nicht mal weitergehen, wir bleiben hier, wir sind müde. Ich will auch nicht weiter, Mami. Na gut, dann bleiben wir hier, einverstanden? Ja, gern, du. Nicht wahr, meine Gnädigste, Sie wollen doch nur für eine Nacht bleiben. Kommt drauf an, wenn es uns hier gefällt, bleiben wir vielleicht für immer. Wie bitte? Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Komm, Helga, suchen wir uns eben einen anderen Platz, wo niemand wohnt und wo wir wohlgelitten sind. Ja, mein Lieber. Ihr bleibt so lange hier, bis wir einen schönen Platz zum Übernachten gefunden haben. Ja! Hallo, hey! Hey, warten Sie! Sollen wir uns hier inzwischen mit Ihren ungeratenen Kindern rumärgern? Die nehmen Sie mal mit! Richtig! Oh! Was? Ihr seid böse! Was hat euch denn die Familie Ohrwurm getan? Die Kleine ist nett. Ja, ja. Ich meine, sie werden doch bestimmt müde sein, wenn sie von so weit herkommen. Ihr dürft ruhig hier spielen. Ich erlaube es euch. Du bist eine liebe Biene. Bitte pass ein bisschen auf sie auf und sei nett zu ihnen. Und ihr Jungs, dass ihr mir ja dem kleinen Fräulein folgt. Seid brav, Kinder. Wir haben damit nichts zu tun. Genau, das soll mal Maya machen. Machen wir, was wir hier bekommen. Junge, Junge, man kommt doch nicht zum Schlafen. Warte bitte, Flip. Was willst du doch, Maya? Ich möchte ein Nickerchen machen. Komm, spiel mit uns. Komm doch schon, du. Komm. Hey, nicht so laut, hört auf. Ihr sollt nicht so einen Krach machen. Warte nur, das sag ich eurem Vater. Du bist ein Feigling. Du hast Angst vor uns. Nein, hab ich nicht und seid still. Ruhe da unten. Jetzt hört mal zu. Wir wollen doch gute Freunde sein, nicht wahr? Also wenn ihr brav seid, zeige ich euch einen schönen Platz zum Spiel. Bis eure Eltern wieder. Ja! Meine Brille! Eine Gemeinheit! So eine Gemeinheit hat mir meine Brille weggenommen. Ich will meine Brille wieder haben. Maya, du hast gewollt, dass sie da bleiben, also pass besser auf sie auf. Aua! Da kann man schön drauf rumhopsen. Ja, das ist oh nein, das ist mir zu viel. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Geräusch? Was macht ihr da schon wieder? Aufhören, aufhören! Hörst du es, Maya? Die machen nichts als Ärger, aber du musst es ja den Eltern zureden, dass sie sie hier lassen. Jawohl, du bist schuld daran, Maya. So wie ihre Eltern zurückkommen, wirst du ihnen sagen, dass sie sie wegschaffen sollen.
Wir haben die Nase voll. Hm? Wir wollen sie wegjagen? Ja, wir wollen diese freche Bande nicht hier haben. Das habt ihr euch hinter meinem Rücken ausgedacht. Hinter deinem Rücken oder nicht? Die frechen Strolche müssen weg. Wir wollten sie gleich nicht hier haben. Hm. So, danke schön, ja, dann werden wir wieder. Kleine Biene. Ja, ja, nur mal langsam. Nicht zu schreien, Kinder, nicht zu schreien. Jeder kriegt was. Na, haben Sie eine neue Wohnung gefunden, die Ihnen gefällt? Leider noch nicht. Wir haben ja Zeit. Wir suchen in Ruhe, bis wir das Richtige gefunden haben. So lange bleiben wir hier. Kommt, Kinder. Wir bleiben da. So, dann wollen wir erst mal was essen. Tja, macht, was ihr wollt. Ich bring's nicht fertig. Ich kann ihnen nicht sagen, dass sie weiterziehen sollen. Nochmal vielen Dank, mein kleines Fräulein, dass Sie so nett auf unsere Kinder aufgepasst haben. Warten Sie. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Da schauen Sie. Aber, nur nicht so bescheiden. Haben Sie schönen Dank. Sie schenkt mir was und ich soll ihr sagen, dass sie gehen soll. Hallo, Frau Ohrwurm. Wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen eine schöne Stelle, wo Sie erstmal übernachten können. Hier haben Sie alle Platz und der Boden ist trocken. Das ist die schönste Stelle, weit und breit. Tatsächlich? Uns ist jeder Platz recht, mein Kind. Also, wir sehen uns dann morgen früh wieder, ja? Ich komme mal vorbei. Alles Gute inzwischen. Wiedersehen und gute Nacht. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Nun wollen wir mal abwarten, Mutter. Willi, wach auf, du altes Schlafmütze, du! Da willst du immer was Aufregendes erleben und dann schläfst du wie ein Murmeltier. So weißt du mich, warum weckst du mich denn auf? Ich hab so was Schönes geträumt. Ich war gerade in einem Blumenhain. Ich hab so mal so viele Honig drin. Na sowas, ich glaub, du schläfst immer noch. Von mir aus mach weiter, dann fliege ich eben allein. Es gibt dein altes Sprichwort. Ich gebe den Wind in zwei Männchen auf ein. Man sieht euch ganz an, das ist ja allerhand. Das muss die Ohrwurm-Familie aufgestellt haben. Hallo, Rotwild! Ohrwurm, was ist denn? Nicht hier, war das gestern Abend. Warum sieht das jetzt bloß aus? Und warum, mein Freund? Nein!
Da läuft er weg. Sind die Ohrwurmfamilie geblieben? Blumen kaputt machen?
weil die zerschnippelten Blumen langsam verfaulen und Apfelhaufen? Den Abfall- und Misthaufen leben.